Jetzt muss ich nochmal alles wiederholen. Okay, also pass auf. Baumpflanzaktion von Ubisoft. Super coole Sache. Ey, jetzt hör mal auf damit. Ihr fliegt hier nach, also im normalen Spiel müsst ihr das machen. Golddigger Pass, darüber laufen, Baumpflanzen, hier noch ein bisschen Kohle abgreifen. Super coole Aktion. Dann hier Guilty und so für 600 Creditpunkte. Ingame-Währung geht 100% an die Baumpflanzaktion. Und finde ich eine super Aktion. Da kriegt er schon mal auf jeden Fall einen Daumen drauf, Ubisoft. Cool. Das ist, finde ich geil. Auf jeden Fall unterstützenswert. So, jetzt zum Kupfer hier. Zum Herrn Kupfer. So, auf geht der Peter. Gucken, ob die schweren Jungs wirklich so schwer sind. Da habe ich Hubi Schubi zu früh geholt. Naja, gut. Bowman, Nomad hier. Bin auf Empfang. Das ist kompliziert, Nomad. Im Channels Forschungszentrum könnte es jede Menge Claw-Forschungsdaten geben. Sam Fisher hat die Gefahr beseitigt. Aber niemand darf eventuell übrige Daten bekommen. Nicht, dass die Bordaks dasselbe nochmal abziehen. Ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl an dem Ort. Schwächen Sie die Bordaks mit Destabilisierungseinsätzen, bevor sie angreifen. Wir könnten mehr Feuerkraft gebrauchen. Die Bordaks haben ein bewaffnetes Fahrzeug, das nützlich sein könnte. Kapern Sie es. Zerstören Sie alle gegnerischen Fahrzeuge, die das Forschungszentrum sichern sollen. Es gibt mehrere Outcast-Geiseln an zwei Orten. Wenn Sie die befreien, stärken Sie unsere Verbündeten vor Ort am Boden und in der Luft. Die letzte Phase dieser Operation erfordert einige Vorbereitungen. Es gibt viele stromproduzierende Anlagen in der Nähe. Hacken Sie das Stromnetz und leiten Sie einen massiven Stromstoß in das Forschungszentrum, um die Elektronik zu grillen und die Daten zu löschen. Dann beseitigen Sie alle Daten- und Sicherheitssysteme im Forschungszentrum, damit die Outcasts das Gebäude gefahrlos einnehmen können. Verstanden. Nomad out. Okay. Für mich sieht das so aus, dass es einfach mehr Aufträge gibt. Naja, nicht wirklich mehr. Sind auch vier. Gut. Was machen wir denn mal als erstes? Ich nehme jetzt. Oh. Ja, komm, machen wir den da. Weil wir gerade hier schon mal rumlungern. Und den nehmen wir hier als erstes. 200 Punkte sind okay. Mal kurz gucken. Ah, da fehlt noch ein bisschen was, wa? Gute 500. Moment mal, stopp mal. What? Was habe ich da gerade gesehen? Nein. Was ist mit dir los? Wieso habe ich auf einmal eine Desert Eagle? Nee.
So, und ich vergleiche jetzt noch mal mit der. Nö, die ist gut. Die nehmen wir dann auch. So, dann haben wir das schon mal geklärt. Können wir einen Abflug machen. Ach, da oben ist das Ding. Alles klar. Kein Problem. Okay, dann gucken wir uns mal die Punkte. Mal da irgendwie hoch? Ja. Roger, Boss. Unterwegs. Roger, bin unterwegs. Warte auf Schießbefehl. Alles klar hier. Schöne Treffer.
Los, geh mal hin. Gut gemacht. Er wurde umgelenkt. Wir haben Besuch. Solide Arbeit. Der sieht mich nicht. Ja, verstanden. Hier passiert auch nichts. Hey, der neue Typ, dieser Drohnenpilot. Nachtsicht an. So, jetzt ziehen wir uns 10 Kollegen noch vor. Dann plündern wir die ganze Scheiße hier. Diese autonomen Waffen machen einem die Arbeit echt leicht, was? Ich schalte auf Nachtsicht um. Easy. So. Das taktische Depot plündern. Jetzt haben wir wieder 4. Das ist gut. Ist ja gar keiner mehr da, du Lappen. Die Kiste noch. Die dämliche Kohle ist natürlich wieder ganz oben. Herrlich. Na los, komm. Hoch mit dir. Dann können wir die Kiste auch sofort mitnehmen.
So. Ab nach Schrubihubi. Oh, mal gucken. Grafik gerade wieder am Abschmieren. Na, mal gucken, ob sie sich jetzt wieder gefangen hat. Sniper markiert. Nee, hat sie nicht. Das war's auch nicht. Das geht mir gerade wieder auf den Piss. Na, jetzt wieder besser. Okay, mal gucken, ob es daran gelegen hat. Thank you.
Da ist noch einer, okay. Wow, ja, dann müssen wir das ganze Ding wohl sauber machen, wa? Okay. Das ist jetzt ein bisschen sehr doof. Armeres Drohne auf der Station. Bereit für den Ablenk. Ich brauche mehr Informationen. Okay. Dann fangen wir mal hier an. Echt jetzt? Jetzt schmierst du wieder ab?
Jetzt hat er sich wieder gefangen. Ist das der einzige Funker, den die haben? Und da ist noch einer und da ist auch noch einer. Unterwegs. Bewege mich zum Ziel. Warte nur auf dein Zeichen. Ziel erledigt. Gut geschossen. Ich sehe einen. Da drüben. Die VIP will ankommen. Ich gehe in Stellung. Okay, alles klar. Okay. Dann müssen wir die VIP wohl auch noch klatschen. So. Und dann bringen wir uns mal in Position. So. Eins. Ich hab den Funker im Auge. Roger, bringe mich in Stellung. Funker im Visier. Gehe in Stellung. Bin schussbereit. Wo ist jetzt die blöde VIP?
Da ist die VIP. Nee, die lassen wir an. Schöne Treffer. Die merken was. Scharfschütze erfasst. Ich bin noch nicht in Stellung. Bin bereit. Ziele erledigt. Gut gemacht. So. Tu ihn ruhig weh! Daumen drücken! Weiter! Kampfrohre aktiviert! Zeig mal, was du kannst! Wir werden ihr blaues Licht sehen. Moment, Drohne deaktiviert. Schalte um auf Nachtsicht. Wäre auch zu schön gewesen. Gut, wenn Sie das glauben.
Das ist doch doof. Auf dem Weg. Bin unterwegs, Ghostlead. Warte auf Schießbefehl. Bewege mich zum Ziel. Schwergewicht im Blick. Hab mit dem Pfad treu ziehen. Alles klar hier. Hey. Macht vielleicht den Unterschied. Okay, ich würde sagen. Jetzt gehen wir rein. Sind wir hier gar nicht mehr fertig, ey. Hier ist ein taktisches Depot. Die Drohne ist inaktiv. Ach, die hätten wir jetzt wirklich gebrauchen können. Gasfilter. So, ganz kurz mal AFK, Klo.
So, wieder da. Also die Idee ist jetzt quasi, eine Hubschrauber in eine C4-Ladung anzubringen. Und den Rest dann irgendwie so umzuhauen. Ein bisschen schon, oder? Solide Arbeit. Ja, hier ist irgendjemand. Okay, da oben ist der andere Hubschrauber. Wie komme ich denn am besten dahin? Setze die Nachtsichtbrille auf. Naja, die anderen beiden kriegen wir ja auch noch. Unterwegs, Boss. Roger, Boss. Unterwegs.
markiert. Ich helfe dir. Ziele ausgeschaltet. Rock'n'Roll. Ja, jetzt hätte ich auch die Raketenwerfer nehmen können, weil keine Sau mehr da ist, oder? Eigentlich ja, oder? Ist noch einer da? Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so auch nicht. Okay. Eben mal kurz hier oben den Gefangenen befreien. Komm raus, Meister. Gucken, was da in der Kiste noch drin ist. Die klebt sogar nicht mehr. Kiste genommen.
Wo sind die schönen Handgranaten? Zack, zack, zack. Der Luft, wenn ich es infiltriere. So. Ich gehe auf Nachtsicht. Teil 1. Oh, und der hat schon wieder eine Stunde gedauert. Okay.